Begib dich zu St. Mary's. Das Auge war im Grab. Wieso ist die Witwe in Nöten noch... Das wäre jetzt echt makaber, erstmal auf ihren Sarg zu steigen. So, wo ist St. Mary's? Jetzt die Frage, den Weg oder den? Der scheint mir gefährlicher. Naja, wir gucken mal, wir müssen hier eh alles... Wir müssen hier eh alles säubern von diesen... Kreaturen der Nacht. Diesen Finsterlingen. Dem Abschaum auf den Straßen Whitechapels und Londons und sowieso und überhaupt. Whitechapel Old Road. Oh. Now this looks like a place for me, so everybody keep out. Eine Werkbank. Ein paar Schillinge. Ein Schrank. Oh, 12 Patronen. Sehr schön. Dann sind wir ja quasi schon wieder fast an der Kirche. Ach, moin. Einmal vorbei an den Schlägern. Oh. And off to church he goes. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft. Was? Wo? Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless. Alter, wer ist das? Was hat der für Hände? Forget your old weaker self. What do you want from me? Was ist das? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So what? Your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them abide. Alter, was wiegt der 400 Kilo? As your judge and jury. Okay. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Das ist so geil, wie er das sagt. Ja, mit dieser Scheiße hier, die stellen meine Geduld auf eine harte Probe, als wäre das John J. Rambo. Was ist hier los mit dem? Ich bin das Gesetz, Schwächling. Zumal, das ist gleich mal so ein übelster... Please, sir, can't let you through. Warum? Best run along home, sir. The power of the Lord commands. Ja, dich saugen wir aus, Reverend. Du bist genau der Richtige. Der hat auf jeden Fall eine Fähigkeit gegen mich, ne? Das dürfen wir nie vergessen. Ja, du bist gleich tot. Ich sag mal nochmal aus, mein Guter. Warum hat er gerade schon wieder den Fokus gewechselt? Weil da unten noch der Spaten steht. Stung me with his faith. His crucifix. This is not good news. Ja, das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Okay, der hat hier irgendwas verschossen, der Spast. Spaten, Entschuldigung. So, hier liegt noch Müll. Da liegt noch Müll. Na und hier? Bei dem liegt nichts. Alles klar. Nö. Ist es denn mehr? Ja, geil. Da sind wir ja gleich da. So. Blumendame, Blumendame. Müssen wir jetzt echt mit diesem Arschloch reden? Mit diesem, mit dem, den ich echt nicht leiden kann? Wollen wir in die Kirche gehen? Da, wo dieser Pfarrer ist, der alle brennen sehen will. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl.
Nee, warte mal, das ist ja ein anderer. Ach. Der predigt vor der Kirche von dem? No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. Come on. Wie Carl. Joseph Larrabee. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray. To cleanse my soul. Okay. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Ah. Es ist alles abweisend. Also so, ich habe keine andere Wahl. Also das ist, entweder das ist eine persönliche Angelegenheit oder wir brauchen niemanden oder wir brauchen keine Gesellschaft. Aber wir sagen mal das. Ich you seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. Silent as stone. Ach. Es ist ein privates Anliegen, es ist eine private Angelegenheit und meine Worte gelten einer Verstorbenen. Ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz angenehm. Privates Anliegen, private Angelegenheit, das ist, klingt so gleich. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Ah, okay. Your eyes burn with rage. Rage. I see the pain that lies beyond. Das verstehe ich. To lighten the burden of all. Der bequatscht mich ganz schön lange. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite Entschuldigung. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Sind wir offen? Verbergen wir was oder sagen wir gar nichts? Aber wir müssen offen sein, wir müssen es ja annehmen. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Sie wurde ermordet. Das She was murdered. Ich denke, das klingt ganz gut. Wir sagen ja nicht, dass wir es waren. And how are you feeling, my son? Und geht es Ihnen damit? Oh, oh, oh. Ich fühle mich verantwortlich. Ist das eine, sie ist meinetwegen gestorben, ist das andere. Aber ich wünschte, ich könnte alles vergessen. Das wollen wir nicht. Wir wollen es ja verarbeiten. Vergessen ist nicht verarbeiten. Das ist ja Quatsch. Meinetwegen klingt irgendwie, na, ich fühle mich verantwortlich. Das klingt so, das klingt so, so Larifari und trotzdem wichtig. Is consuming me. Wo ist denn jetzt der Pfarrer? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I'm sorry. I killed you. There's no excuse. Warum? Forgive me. Warum? You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Was? Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Wieso gesteht er plötzlich? Boomchuck 100% stärker. Jetzt hat er geladen, gespeichert, was? Triff Edgar Swansea im Krankenhaus. Okay. Das war jetzt aber nicht unbedingt das, was ich sagen wollte. I confessed to that vicar. Do I feel better? Ja, was weiß denn ich? Okay, also, die ganze Zeit reden wir drum rum, damit wir am Ende dann sagen, ich habe meine Schwester getötet. Ja, geil. Ich weiß nicht, ob das die beste Option war, die wir hatten. Kommen wir immer noch nicht hin? Gibt's bei dir was Neues eigentlich? Good evening, Doctor. Clayton? Can I help you? Nö. Have you any news of I'll never know what goes on in that place. But as long as people are getting better, I'll stop investigating her. Das ist nett. Okay. Goodbye. Mr. Darby. War hier was? Nee. So. I'm cheap and I'm clean? I promise? Echt jetzt? Hat ihr das gerade gesagt? Ich bin billig und ich bin sauber, das verspreche ich euch.
Oh, warte mal. Müll. Wo geht's denn jetzt hier hin? Hä? Da war ich da aber schon ein paar Mal. Ah, die musste ich erst... Ach, das ist die andere Tür. Ja, gut, so wie... Wieso sind hier neue Wachen? Was? Wieso sind hier neue? Was? Lesbian your way out? Ich bin doch schon weg. Okay, also ich habe einen guten Weg vor mir und die Straßen sind nicht mehr sauber. Sind nicht mehr frei. Ich muss hier vorbei. Wir nehmen erstmal den Weg, den wir... Ich will jetzt erstmal schnell hier durch. Weil ich würde mich gerne entwickeln, um gegen den anzukommen. Der ist mir ein bisschen zu stark. Oh, ja genau. Ey, was... Alter. Was für ein Tier. Nurdin, was? Was? I remember you. Was? Oh, moin. Alter, was ist das für einer? Alter, das ist... Ah, das ist hier der Vater von Legolas. Eindeutig. Thranduil. Mirrodin. I would harm no child of my making. Naja, wer weiß. Is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Okay, was? Ja, aber warum ich? You selected me. Sorry. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. Was? This has something to do with the epidemic. With the epidemic? Geil. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ich soll die Schlange des Wissens belegen, was? Pretending to know how I should feel or behave. The vampire who made me is some sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Verdammt, ich wollte dir noch was fragen. Lady Ashbury, wo bist du? Ach, da. Die hat ja, die wollte uns ja. My sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Ja. Is there anything you require? Alter, was ist da passiert? I spied my mother at the funeral. Ja. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Ja, wahrscheinlich ist es doch besser so. Are we then condemned to lie to those we love? Ja. We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. Okay. Aber was soll passieren? But what if I was close to someone and wished to tell them the truth? Fear, loathing. Wahrscheinlich. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Are we condemned to attend the funerals of all we love? Ja. Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. So geil. So geil. Anwesende ausgeschlossen. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time,
We Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is. Okay. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend. And so we are outcasts. Okay. Ich find's ja krass, wie im Hintergrund hier die Schwester, keine Ahnung, ob das die Pippa ist oder nicht, wie die erstmal hier eine Blutspur. Goodbye, my lady. Until we meet again. Wie da eine Blutspur ist, Alter. Alter. Alter, was? Harriet. Alter, was ist hier passiert? Ach du Scheiße. Und nein, ich denke nicht, dass es ihr monatliches Problem war. Die wird einfach mal echt böse aus ihrem Bett gezerrt worden sein. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. Okay. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Krass. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but well, maybe it was him. Okay, also haben wir bisher nichts Genaues, plus Hinweise. Haben wir noch was? Nee. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. So, Kleine, ich hab doch gesehen, dass du hier sitzt. Komm mal her, du Gestörte. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Alles klar. Alles klar, ciao. Mistress of the Dark. To your nocturnal activities. Aber wenigstens geht er sehr professionell mit ihr um, das muss man ja schon mal sagen. Die Arme darf Blut schrubben, geil. Da. Edgar Swansea. Gehen wir mal da rein, wir fragen ihn mal. Wer ist das? Protect us. You've got a leech in the hospital. Das sieht er direkt. Alles klar. My mission is to heal while you go about warring. Was? You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Und ich habe gerade erst den Teppich reinigen lassen. Genau, also macht euren Bitch halt woanders, ihr Lappen. Ja, wirklich. Die, Alter, die Augen. By the sacred stole, this is very bad news. Jeder muss doch sehen, was der ist. Bad news indeed. Der Schädel ist immer noch riesengroß. Sprich mit Edgar Swansea. Dann reden wir mal. What happened? The hospital has been attacked. Oh, scheiße. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Ja, wir müssen das Vertrauen wiederherstellen, auf jeden Fall. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal, it would ruin us. We must restore order and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? Harriet. She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Was ist das denn? Ich bin schon wieder ihre einzige Hoffnung? Ich habe nicht den Kopf für sowas, alles negativ. Der hilft uns, ne? Also helfen wir auch. Ganz einfach. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else.
And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies. Das ist interessant. Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Sie werden nicht angreifen. Ich, naja, würde die Wache angreifen? Keine Ahnung. Können wir alle beschützen? Ich glaube eher nicht. Und ich denke, er hat nicht ganz Unrecht. Das wollte ich nicht sagen. Callum ist ein Fanatik. Der Guard wird nichts stoppen. Du weißt nicht, was sie capable of, Jonathan. Sehr gut. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Was? Der trostlose Heilige des East End. Okay. Hat sie vielleicht irgendwas verändert? Können wir irgendwas öffnen? Irgendwas machen? So, und ich sag euch, wenn ich jetzt eine Nacht penne, sind ja alle krank. Todkrank. Irgendwas. Ich würde mich nämlich gerne mal weiterentwickeln. Das machen wir jetzt auch. Wir können ja nicht die ganze Zeit auf Stufe 10 hier rum eiern, ohne irgendwelche neuen Möglichkeiten. Sean Hampton lebt und für das Wohlbefinden seiner Flock. Es gibt keinen anderen Platz, wo er gehen würde, als die Docks. Okay. So, dann machen wir erstmal hier ein kurzes Level ab. Ziehen wir mal uns ein bisschen höher. Taktisch Schattenschleicher. Ultimativ. Wut. 200 Schaden. Du verlierst die Kontrolle und entfesselst für kurze Zeit das Biest. Das Biest springt rasend schnell zu einem Gegner in deiner Nähe und greift sie wuchtig an. Reichweite nah, mittel, weit. Keine Ahnung. Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels. Die lebendig werdenden Schatten unterbrechen die Aktionen eines Feindes im Bereich und fügen ihm enormen Schaden zu. Oder Blutkessel. Du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen, bis es wuchtig ist mit dem Ziel und anderen. Splash Damage. Ja, geil. Das nehmen wir doch mit. Also alles, was viel Schaden macht, klar. So. Haben wir noch passive Fähigkeit? Ach nee, aktiv-passiv, ja. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer. Erhöht deine Blutaufnahme und erhöht die Blutkapazität. Erstmal müssen wir hier Ausdauer noch ein bisschen leveln. Das geht zwar ganz schön drauf jetzt. 600. Warte mal. Das ist die Blutaufnahme. Und das ist das Blut, das wir haben können. Da gehen wir nochmal drauf, bis 20%. So, und hier gehen wir nochmal auf großer Durst. Keine Ahnung, ob ich das komplett falsch level. Werden wir sehen. Oh, was verändert sich? Die folgende Nacht. Ach du Scheiße. Vermisstenfälle in Whitechapel. Immer mehr mysteriöse Vermisstenfälle in den letzten Wochen. Mittlerweile ist es so schlimm, dass Zeugen Schlange stehen müssen, um bei der Polizei ihre Aussage machen zu können. Auch wenn dieses Phänomen im ganzen Land aufzutreten scheint, konzentrieren sich die Aussagen der letzten 24 Stunden auf eine einzige Gegend im ganzen Land, Whitechapel in London. Ja, ein weiteres Mal überlässt man das verschmähte und verabscheute East End mit seinen zahlreichen Problemen sich selbst. Aber trotz dieses erneuten beleidigenden Achselzuckens der Behörden haben zahlreiche Familien aus diesem Bezirk beim nächsten Polizeirevier das unerklärliche Verschwinden eines Verwandten oder Nachbarn gemeldet. Was ist mit all diesen vermissten Personen geschehen? Wo sind sie? Die einzige Verbindung zwischen ihnen scheint darin zu bestehen, dass sie krank waren und umgehend medizinische Behandlung bedurften. Bis vor kurzem war es vor Ort ein gut gehütetes und nur von wenigen gelüftetes Geheimnis, das Scheiße. Solche Hilfe nur in einer von unbekannten guten Samaritern geführten geheimen Apotheke zu bekommen war. Doch diese scheint geschlossen zu sein und niemand weiß, was aus ihr wird. Haben sich die Verschwundenen an einen Ort begeben, der noch schwerer aufzufinden ist? Wurden sie ohne großes Aufsehen in eine offizielle Institution verlegt? Schon bald wird die Londoner Gesundheitsbehörde zu diesem neuen Mysterium Stellung nehmen müssen. Der hat Migräne? Unbekannt, aber eigentlich, wieso kann denn das bedenklich sein?
Na, 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 jawohl. Erkältung, habe ich dir nicht gegeben, Pippa? Erkältung, Kopfschmerzen. Migräne habe ich nicht. Und die habe ich nie wirklich was rausgefunden. Ah, scheiße. Und sie ist vermisst. Scheiße. Oh, fuck. Aber wenigstens Pembroke ist gesund. Die Witwe nöten müssen wir überzeugen, okay. Das ist interessant. Also, guck mal kurz, ob wir hier noch was machen können. Ja, die kann man ja verkaufen, ne? Guter Wiederverkaufswert, da gucken wir mal. Ja, wahrscheinlich alles einen guten Wiederverkaufswert. Okay, Leute. Dann soll es das für diese Episode auch erstmal gewesen sein, für diese Aufnahmesession. Ich werde mal schauen, wie wir jetzt hier weitergehen. Ach Gott, ist das beschissen. Jetzt ist die Crane vermisst. Oh, Dorothea ist nicht mehr da. Da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ich brauche von ihr das Kopfschmerzrezept. Aber ich glaube, Anfang der nächsten Session heilen wir erstmal wieder alle, die jetzt hier noch ein bisschen am Kränkeln sind. Gerade hier Erkältung müssten wir eigentlich jetzt machen können. Ja, und dann hoffen wir einfach mal, dass es hier wieder bergauf geht. Gerade sieht es so aus, so ein bisschen absteigender Ast. Ja, vor uns haben, sag ich mal. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Ich danke euch und ciao.